So, liebe Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Lifeless Planet. Wir sind immer noch auf diesem verlassenen Planeten. Wir warten mal, bis unsere Dame wieder kommt. Muss den Spielstand natürlich erstmal laden. Die wird wahrscheinlich gleich wieder erstmal sich hinlegen, weil alles so schwer ist hier auf dieser Welt und hier bei diesem Krater. Ja, sie schwächelt langsam und wir schauen mal, was da hinten so geleuchtet hat, so verführerisch. Waren in der letzten Folge bereits schon hier am Krater, der immer noch sehr, sehr imposant aussieht. Und ich muss sagen, die letzte Aufnahme ist jetzt bereits schon ein paar Tage her. Ich hoffe, das wird nicht allzu schlimm jetzt werden, wieder reinzufinden. Wir gehen einfach mal weiter und lassen unsere russische Freundin einfach mal sich kurz ausruhen. Großartige Gefahren scheint es ja in dieser Gegend hier nicht zu geben. Denn das sieht alles sehr, sehr leblos aus, wenn man ehrlich ist. So, was kann man jetzt hier machen? Soll ich jetzt hier etwa hochklettern? Das klappt nicht so ganz, ne? Wow. Da ist wieder so eine Plattform, ne? Hier ist wieder so eine Plattform. Ich frage mich gerade, wie ich die rufen kann. Kann ich die überhaupt rufen? Ja, ich muss dazu... Oh, wir haben sogar hier eine Taschenlampe. Auch ganz cool. Ich muss dazu sagen, jetzt neue Aufnahmen. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen ein paar Tage her. Heute, es ist schon ziemlich spät, glaube ich. Wird halt also eine ganz, ganz entspannte Night Session sozusagen. Auch wenn ihr es vielleicht gar nicht so mitbekommt. Mittlerweile dürfte es ja schon 2017 sein, wenn diese Folgen hier... das Licht der Öffentlichkeit erblicken, wenn man so möchte. Von daher hoffe ich, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich habe jetzt schon angekündigt, dass das so ein bisschen das Vorreiterprojekt einer neuen Ära, ein bisschen eines neuen Zeitalters auf meinem, Planeten, sage ich schon, auf meinem Kanal sein soll. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Wir gucken mal hier runter. Einfach weil wir es können, würde ich mal vorschlagen. Auf geht's in den Krater. Was zur Hölle ist hier passiert? Ziemlich gruseliger Ort. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mich gleich einfach irgendwas Großes auffrisst und gut ist. Oh, schau an. Aha, hier mussten wir sogar hin, oder hier sollten wir zumindest hin. Oh nein, ist er schon wieder hier. Riesiger Meteorit. Eine erste Analyse des Meteors zeigt, dass er nicht typisch für... Was? Terrestrische Meteore ist. Ach ja, terrestrische Meteore, habe ich mal was drüber gehört. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Nach weiteren Untersuchungen scheint der Meteor Teil eines hochtechnisierten Fahrzeugs zu sein. Unsere aktuelle Theorie ist, dass dieser Krater der Landeplatz für die fortgeschrittene Rasse war, die die Portale und die damit verbundenen Energiestrukturen aufgebaut hatte. Wir haben einen Forschungsaußenposten auf dem Kraterrand eingerichtet und wir planen, diese Gegend zumindest im nächsten Winter zu erforschen. Ha. Warum? Genau im nächsten Winter, frage ich mich gerade. Warum genau dann? Warum nicht schon davor? Also hier ist ein riesiger Meteorit eingeschlagen und wenn nicht schon... die ganzen Menschen schuld daran gewesen wären, dass hier nichts mehr wächst, Entschuldigung, dann wäre wohl zuletzt der Meteorit daran schuld, denn das war ein richtiger Brocken. Ich glaube, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Guck mal, haben wir da was? Ist das nur eine helle Stelle wieder? Ja, ne? Das ist nur eine helle Stelle. Schade, hätte ja sein können. So, hier rechts ist allerdings eine kleine Schlucht. Da wollen wir mal kurz reinschauen, ob man hier irgendwo hinkommt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber wir wollen ja alles erkunden, was dieses Spiel so zu bieten hat. Und das hier ist zum Beispiel eine unsichtbare Wand.
Ja, und wer hätte das gedacht, dass es die da auch gibt? Dann erforsche ich die Schlucht da hinten erst gar nicht. Sondern wir gehen gleich wieder zurück zum Haus, würde ich sagen. Kein Ding, kein Ding. Machen wir. So. Kommen wir vielleicht, wenn wir hier so hoch gehen, über Umwege dahin, wo wir eh hin wollen? Ich vermute es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube mal, das hier ist zu steil, um da hochzulaufen. Ja. Ich glaube auch nicht so recht, dass das Spiel uns da hochlassen will, um ehrlich zu sein. Oh, fuck, da unten ist was. Wieso bin ich jetzt gestorben? Mensch, dieser Astronaut ist aber auch empfindlich. Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich habe immerhin das schon mal. Wir müssen da nochmal runter. Da war was. Hä? Wieso bin ich gestorben? Das macht gar keinen Sinn. Ich bin nicht mehr irgendwo aufgeprallt. Okay, wir gehen das Ganze mal langsamer an. Unser Astronautenfreund ist nicht so gut zu Fuß, was das hier angeht. Also wir gehen das Ganze mal ganz behutsam und vorsichtig an. Und dann dürfte hier auch mal nichts schief gehen zur Abwechslung. Wäre auch mal nett. Ich finde das cool, wie er hier so leicht ins Straucheln gerät. Ich glaube, es würde einem in echt auch passieren, wenn man in dem Tempo den Berg runterläuft. Man kann natürlich auch so gehen. Aber mal ehrlich, wer will das? Aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man dieses Langsamgehen wirklich verwenden sollte. Finde ich ja lustig, dass hier jetzt was ist, aber da drüben kamen wir nicht durch. Toll. Okay, vielleicht ist hier ein Schalter. Aha. Oh, was haben wir denn da? Ein weiteres Dokument. Bericht des Direktors, 6. Dezember 1978. Ich werde wahrscheinlich keinen weiteren Tag erleben. Meine Wunden sind eine ständige Erinnerung an den Schmerz, den wir diesem Planeten zugefügt haben. Unsere ursprünglichen Absichten waren edel und gut. Aber vielleicht ist dies der Fluch einer Spezies, die fern der Heimat ist. Wir können uns nicht anpassen, also zerstören wir alles. Anstatt uns weiterzuentwickeln, stören wir die natürliche Ordnung der Welt. Es war schon immer so und es wird immer so sein. In uns steckt diese Arroganz. Wir denken, dass unsere Generation anders ist. Es tut mir leid, Aelita. Ich habe das nicht verstanden, bis es zu spät war. Wenn mein Name je wieder genannt wird, hoffe ich, dass er als Lektion für die dient, die nach mir kommen werden. Do svidaniya. Schön, dass das nicht übersetzt wurde aus dem Russischen. So, ich schätze mal. Yo, sehr gut. Ich schätze mal, dass genau das passiert. Damit kommen wir also weiter in diesem Spiel. Hat ja lang genug gedauert. Wie lange haben wir noch? Oh, fuck, ey. Halbe Folge hat es jetzt wieder mal gedauert. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ich hätte so gekotzt. So. Also. Zur Story, denke ich mal, ist momentan nicht mehr so viel zu sagen. Höchstens noch, welche außerirdische Macht hat das Ganze hier... Oder welche Außerirdischen haben das Portal in die in Sibirien reingesetzt? Und warum überhaupt? Das ist natürlich auch so eine Frage. Warum sollte das überhaupt eine außerirdische Intelligenz tun wollen? Was hätte sie davon? Und guck mal, Aelita ist weitergelaufen. Ich glaube, so hieß sie. Aelita hieß sie, ne? Ist weitergelaufen. Ich hoffe, die hat jetzt nicht die Bahn ohne uns genommen. Sonst wäre ich ein bisschen angepisst. Aber das glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da vorne uns jetzt auf uns wartet. Außer es kommt jetzt ein Cutscene und sie sagt einfach so, fick dich, Amerikaner. Und es wird jetzt voll der Plot. Aber das glaube ich nicht. Aelita ist auf unserer Seite. Ziemlich sicher. Hi. So. Dann mal weiter über diese herrliche Schlucht. Ich trinke mal gerade einen Schluck heimlich. Und
Und zwar so heimlich, dass ich es euch einfach sage. Wäre auch schon wieder ein schöner Screenshot. Warum ist sie eigentlich so derbe nackt? Naja. Ich frag nicht. So, willst du mit? Scheiße, Mann. Tschüss. Warum mache ich das? Warum geht das überhaupt? Ja, okay. Ich glaube, wir können sie wiederholen. So ist es nicht. Ich glaube, wir können sie wiederholen, wenn es wirklich drauf ankommt. Warum habe ich das getan? Ich bin mal gespannt, was das Spiel jetzt macht. Ich glaube, sie sollte mitkommen. Ich glaube nicht, dass wir sie zurücklassen sollen. So, was zur Hölle ist jetzt hier? Da hinten sind noch die Alten. Okay. Gucken wir mal, was mit den Alten auf sich hat. Das Spiel hat jetzt gespeichert, aber wir können, glaube ich, theoretisch noch zurück. Sollten wir Aelita dafür irgendwas brauchen. Warum kann ich das überhaupt machen? Das ist total dumm. Okay. Spiel ruckelt auch ein wenig gerade. Vielleicht merkt man das. Wir hören uns mal die Message an. Hoffen, es wird dann besser. The Russians were studying these alien structures. What were they looking for? Alien-Artefakte. Die Russen haben offenbar das Werk der Portalerschaffer erforscht. Das Netzwerk von Monolithen, riesigen Energiestrukturen und die Anzahl der Wände und Türme um sie herum. Ich weiß immer noch nicht, wie das alles zusammenhängt. Das wäre wieder mal so eine Frage, die man gerne wissen würde. Ich weiß nicht, ich wüsste gerne, wie das zusammenhängt, dass das Spiel jetzt auf einmal wieder auf 13 FPS droppt. Aber irgendwie ist das ja nichts mehr Neues in meinen Let's Plays. Zeichnet mich ja fast schon so ein bisschen aus. So, da vorne werden wir wahrscheinlich nicht weiterkommen. Ich laufe mal deshalb nach rechts. Die Folge geht nicht mehr lang, von daher werde ich jetzt keinen Cut machen. Ah, hier kommen wir leider auch nicht lang. Ich gehe mal zu dem zweiten Portal da. Ist das hier jetzt einfach so? Oder liegt das jetzt am Aufnahmeprogramm wieder mal? Oder ist diese Region hier einfach extrem laggy? Ich weiß es nicht. Guck mal, hier müssen wir wieder was machen. Schau an. So, nimm mit den Scheiß. I have no idea what I'm doing here. Was hat uns das jetzt gebracht? Frage ich mich. Sind wir hier oben noch drauf? Kommen wir niemals drauf. Aber hier drüben ist noch ein Monolith. Aha. 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 Hab ich nicht gemacht. Ich bin so ein Held, ey. Greck, 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 greck. Oh Mann, oh. Okay, wir müssen das irgendwie anders machen. Ich meine, gerade eben habe ich es auch geschafft. Jo, so klappt das. Dann nehmen wir das mal hier mit. Legen das hier ab. Und dann kommt wieder unser Roboterarm. So, wie ging das Ganze nochmal? E. Q. Q, Q. So, haben wir den. Oh, das war nicht so gut. Nochmal. Was bedeutet das?
Warte mal. Wir machen mal das Folgende und klicken da einfach mal drauf. Sieht nämlich so aus, als wäre es ein Knopf. Okay, wieder ein Rätsel. Wir haben wohl irgendwas bewirkt. What the fuck? Ist das jetzt sonderlich gut? Ich bin mir nicht so sicher. Wir werden es erfahren, aber ihr ahnt es schon erst in der nächsten Folge von Lifeless Planet. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Jetzt wird es ja gerade mal richtig interessant. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dorthin.